Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video, Julian. Tag. Und ich, der Micha. Die Commander Edition Black ist da. Wir stellen sie euch vor mit Verlosung. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, und guck mal, vor uns liegen sogar zwei Commander Edition Black Preview. Wow. Woran liegt's? Wer findet den Unterschied? Wer sieht's? Das ist die reguläre Version und das hier ist die Premium Commander Collection. Deswegen können wir die jetzt gleich mal simultan öffnen. Du die reguläre und ich natürlich die Premium. Ne? Ja, wie bei jedem Unboxing-Video gibt's aber natürlich wieder eine Verlosung von Drangshield. Muss ich schnell zu mir wollen, du noch da. So, zack. Und da könnt ihr nämlich hier gewinnen die Orchid 100 Matte Dual Sleeves. Drangshield hat ja richtig cool Hüllmotive, aber auch frische neue Farben. Und das hier ist jetzt die Orchid-Farbe. Auch sehr cool. Ne, finde ich, also kommt schon cool her. Ich habe mal mitgebracht die Entladung aus dem Zeitriss. Wir haben euch ja vorgestellt, die besten Magic the Gathering Burn Spells. Also richtig krass Schaden schießen. Schaut da gerne in das Video auch nochmal rein. Und dann seht ihr, hier ist von der Rückseite ist alles blickdicht. Ich mag es auch immer, wenn das so ein bisschen perforiert ist, muss ich sagen. Also Dragon Shield mischt sich gut, spielt sich gut, könnt ihr nichts mit falsch machen. Ja, und insofern gibt es natürlich noch viele andere Motive. Schaut gerne nochmal im Shop nochmal nach. Könnt euch austoben, aber an der Verlosung nehmt ihr teil, wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Da wünschen wir euch viel, viel Glück mit. Aber jetzt geht's ins Produkt. Ja, und wie gesagt, zwei Versionen gibt es, beides limitiert, ist ein WPN-Exklusivartikel, das heißt, der ist dann, wird nicht immer weitergedruckt, sondern es gibt einen Printrun, der an die Fachgeschäfte rausgeht und wenn das Kontingent weg ist, ist es weg. Und deswegen gibt es eine reguläre Variante und nochmal eine All-Foil-Variante, die Premium-Edition. Die ist natürlich nochmal ein Schlag teurer, weil die entsprechend nochmal deutlich limitierter gedruckt wurde. Ja. Gibt es nur englischsprachig und sagt, behold the power of black mana. Strike fear in the hearts of your foes with these foil commander favorites. Es sind 8 Karten drin und ein Token wird noch drin sein, die wir halt in regulär haben, wie auch in Foil. Ja. Fürs schwarze Commander-Deckspiel oder einfach Küchentisch-Magic oder einfach fürs haben wollen. Ne? Also sprich, starke, powervolle, schwarze Karten, die es halt auch in Sonderdrucken jetzt hier gibt, also nochmal mit Limited Artworks. Und wir sehen schon, das ist nicht in Plastik eingepackt. Das können wir schon mal simultan öffnen hier. Können wir machen mal auf 1, 2, 3. Eins, zwei, Fail! Oh, drei. Oh, war mir auch schon so ein bisschen. Ne? Ich hab so aber Magic verbraucht weniger Plastik. Das ist, das finden wir ja schon mal gut. Und lässt sich dann besser oder schlechter öffnen, wie wir hier sehen. So. Ich mache einfach schon mal weiter, ne? Ja. Du brauchst da ja nicht. Ich brauche hier. Also mal, so, damals. Okay, gut. Und innen drin haben wir dann hier. So, erster. So, habe ich hier, siehst du? Also, aber so eine schöne Box. Bist du soweit? Bist du soweit? Nein. Mach mal jetzt. Ja? Na, komm, zack. So. Ich hab's. Also, genau. So, zwei schöne Boxen, bisher ist alles gleich. Kompliziert. Ja. Innen drin, immer noch alles gleich. Ja, also deine ist halt voll, ne? Meine nicht. Sieht man ja, auch guck hier mal, so ein bisschen, ne? Ja, okay, ja, gut, da sehen wir, also bei mir glitzert es schon von innen hier in der Box. Leg mal die Seite und dann kommen wir zu den Karten. So, überfordert mit der Situation, zoomen, nicht die Matte verschieben, ranzoomen, zoom mit, ja, okay, so, so. Und dann sehen wir in der regulären wie in der Vollvariante sehen wir die. Alles muss man selber machen, alles muss man selber machen, Leute. Wo kommen wir da noch hin? Hier tu es. Liliana, Heretical Healer, 2 schwarze und 1 Legendary Human Cleric. Lebensverknüpfung 2-3, entsprechend mit neuem Artwork. Und wir sehen hier auch die Nummer 1 von 8. Aus CC2. Ne? Ja. Whenever another non-token creature you control dies, exile Liliana, Heretical Healer, then return it to the battlefield, transformed under her owner's control. If you do, create a 2/2 black zombie creature token. Das ist auch eine schöne Story-Karte für den Liliana Planeswalker und sie kommt dann ja zurück als Defiant Necromancer. In Foil hier nochmal, ich bewege es nochmal ein bisschen hier so.
Legendary Planeswalker Liliana mit drei Loyalitätsmarken kommt sie rein und sagt, each player discards a card für +2. Für -2 return target non-legendary creature card with a mana value X from your graveyard to the battlefield. Also können wir entsprechend die Kreatur direkt wieder ins Spielfeld bringen. Und die Ultimate-Fähigkeit für -8, you get an emblem with whenever a creature dies, return it to the battlefield under your control at the beginning of the next end step. Also ganz egal, wo die Kreatur stirbt, sie kommt bei dir wieder ins Spielfeld zurück. Also sehr, sehr stark. Ja, und in normal holt es mich auch schon ab. Also das ist generell, wenn ihr die Karten noch nicht habt, das Foil ist da halt praktisch für die Sammler, wenn es ein bisschen mehr sein darf. Ne? So, Ghoul Caller Giza. Für 2 schwarze und 3 Mana legendärer Human Wizard. Stärke 3, Widerstandskraft 4 für schwarz und tappen. Sacrifice another creature. Create a X 2/2 Black Zombie Creature Token. Where X is a sacrifice creature's power. Auch eine unglaublich starke Karte. Ja. Also fürs Commander-Spiel und natürlich nochmal hier in Glitzer nochmal ein bisschen schicker. Ne? Kann man einfach nichts falsch machen mit dem Package. Ihr habt das auch alles schon gefeiert, aber jetzt nochmal es direkt halt hier in den Fingern zu haben, ist natürlich auch nochmal schön. Ophiomancer, Human Schamane für ein schwarzes und 2, ein 2/2 Human Schaman. At the beginning of each upkeep, if you control no snakes, create a 1/1 Black Snake Creature Token with Death Touch. Also immer jede Runde hast du deine Schlange, wenn du keine hast, mit Todesberührung. Ist auch sehr stark. Ja, und ich feiere Todesberührung, ist eine ganz, ganz coole Fähigkeit entsprechend auch. Ne? Phyrexian Arena, sehr starke Verzauberung für 2 schwarze und 1. Zu Beginn deiner Versorgungsphase, wenn du eine Karte, ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Aber schwarz zahlt ja entsprechend für Karten ziehen mit Leben. Wir ziehen alleine eine Karte, also nicht irgendwie alle oder so. Ne? Und sehr, sehr stark. Ja. Und einfach dann jetzt hier im Reprint nochmal im Special Artwork. Und man kommt einfach auch an die Karte wieder ran. Genau wie an Reanimate. Die war früher mal ankam, war dann im Reprint immer schon rare. Ist jetzt auch wieder im Rare-Slot hier für ein schwarzes Mana, nur Hexerei. Put target creature von Graveyard onto the battlefield under your control. You lose life equal to the mana value. Also wir nehmen von irgendeinem Friedhof eine Kreatur für ein Mana direkt ins Spiel bei uns. Verlieren halt 2 Lebenspunkte, aber ist eine mega, mega starke Karte. Na, und entsprechend wieder in voll wie in regulär. Toxic Glutch, Sorcery, ein schwarzes und 2. As an additional cost to play, to cast the spell per X life, also wieder Lebenspunkte bezahlen, aber dann bekommen alle Kreaturen minus X bis zum Ende des Zuges und das minus X spielt ja auch um Unzerstörbarkeit herum. Genau. Ne? Ja. Und auch um Hexproof, weil es ist ja kein gezielter Effekt, es geht ja auf alles entsprechend. Ne? Aber wir sehen, schwarz spielt mit Lebenspunkten, deswegen bin ich auch momentan so ein bisschen Schwarz-Weiß-Fan. Um einfach da immer wieder Lebenspunkte zu kompensieren. Sonnenring darf nicht fehlen. Der ist in jeder Commander Collection drin. Die grüne gab es ja auch schon. Ja. Ne? Und aber hier in schönem düsteren Artwork. Klassisches Artefakt für ein farbloses Mana. Ein beliebiges Mana-Artefakt für Tappen gibt es 2 farblose Mana. Sehr, sehr schön. Das ist super stark. Ja. Und dann nochmal, weiß ich ja, an Commander-Spieler richtet hier nochmal der Command Tower, auch im schönen düsteren Design, der gefällt mir in voll, also auch nochmal sehr, sehr gut. Kann man hier noch ein bisschen das Glitzern sehen. Ja. Ne, klasse Land für Tappen, add 1 Mana of any color in your Commander's Color Identity. Das ist halt, wie gesagt, eine extra spezielle Commander-Karte, die uns dann Mana in der Höhe der Farbidentität unseres Kommandeurs gibt. Aber ansonsten orientiert sich die Box natürlich auch an ganz normale Sammler, wie auch Küchentisch-Magic-Spieler. Ja, hier haben wir den Schlangentoken nochmal mit Todesberührung. Und auf der Rückseite haben wir nochmal einen Zombie-Token. Auch entsprechend hier in der Vollvariante. Also eine rundum schicke Sache. Ich lege es nochmal aus. Mit der ihr nichts falsch machen könnt. Also wie gesagt, die Auflage ist halt entsprechend limitiert. Ja, ne, dass es euch gefällt, habt ihr in den Kommentaren zu unserer News-Vorstellung ja schon gesagt. Jetzt ist der Artikel da. Also so gesehen, wartet nicht zu lange. Ne? Wenn er weg ist, ist er weg. Holt ihn euch. Wir können absolut empfehlen. Schwarz ist ja auch noch so. Es ist eine super Farbe. Die Farbe von vielen eurer Herzen ist schwarz. Wir wissen das. Na, insofern können wir das empfehlen. Ja, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne eure Feelings als Kommentar unter das Video. Abonniert den Kanal und schaut gerne nach, was wir sonst noch so treiben. Denn es gibt natürlich noch viele tolle andere Formate auf unserem Channel. Ja, und dann sind wir raus, wünschen euch weiterhin viel Freude mit Magic the Gathering und sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.